Einen herzlichen Applaus. Ich freue mich, dass er hier ist. Natürlich auf dem Mühlenfest, aber jetzt auch bei mir auf der Mühle. Tim Lessau. Ich habe vorhin deinen Vater gefragt, schon, wie das funktioniert, so Generationen wechseln. Er sagt, viel sprechen, gut zuhören. Und dann klappt das irgendwie. Was ist das Geheimnis? Wie funktioniert das? Also Gespräche sind super, super wichtig. Mein Vater hat schon sehr, sehr früh mit uns geredet, also mit Marc und mir auch, wie das gehen soll, ein Generationswechsel. Also ich glaube, ich war 13 Jahre oder auch noch jünger und Freunde von mir wissen, dass es immer dann auch Thema am Frühstückstisch und so weiter gewesen oder einfach bei den ganz normalen Begegnungen. Wir sind, glaube ich, ganz gut vorbereitet gewesen, wobei ich sagen muss, dass mein Vater jetzt einen größeren Anteil daran hat, dass das klappt. Weil, also er ist derjenige, der euch den Raum gibt, ja, den ihr euch nehmt. Genau, genau. Okay. Also das musst du erstmal aushalten, glaube ich, ja, wenn du das jahrelang hier alleine 40 machst. Jahre geprägt und ihr macht alles kaputt. Genau. Und er hat immer gesagt, wir müssen unsere eigenen Fehler machen. Auch ja, wenn er weiß, dass es nicht ja, klappt, sagt er uns das nicht und dann probieren wir es aus. Und dann mal der Mann ist sehr, sehr weise, muss man dazu sagen, ganz ehrlich. Also wirklich, ganz, ganz großartig. Und trotzdem denke ich immer, es ist ja, du bist ja eigentlich von deiner Familie auch im Unternehmen umgeben. So, deine Mutter ist nicht nur hier heute bei den Preisverleihungen, sondern arbeitet auch in der Mühle, ist für die Dekoration der Läden und so weiter zuständig. Deine Frau oder deine Lebensgefährtin arbeitet bei uns in der Mühle. Dein Vater ist auch immer noch bei uns, also hat die Geschäftsführung an euch abgegeben, aber ist natürlich trotzdem ein unglaublich wichtiger Faktor hier weiterhin, hat natürlich super viel Erfahrungswert und sehr viel Wissen. Und dann seht ihr euch am Abendbrotstisch auch alle wieder. Geht man sich nicht irgendwann gehörig auf den Senkel? Oder was? Ja, also manchmal schon, denke ich. Aber also ist ja auch spannend, wir essen ja jeden, also von Montag bis Freitag, immer zusammen Mittag. Also ja, das hat sich nie geändert ja, und ja, ist einfach aber als, auch als spannend. Kern, als auch Kernfamilie. Ja, also mein Vater, Aki, meine Mutter, Maren, genau. Marc und du. Genau. Ja, irre. Ja, das ist wirklich irre. Und ihr kriegt es irgendwie hin, dann nicht die ganze Zeit über die Mühle zu reden oder gerade genau darüber und deswegen funktioniert es. Ich denke, wir haben alle ja eine riesen Leidenschaft für das Thema Braker Mühle, für das Thema Bäckerei, auch bei den ganzen Herausforderungen, die da vor uns stehen. Also wir haben ja die letzten 3 Jahre recht intensiv sind die gewesen, durch die wirtschaftlichen Situationen und so weiter, dass wir sehr, sehr stark zusammenhalten können. Ja. Da werde ich immer emotional. Ich muss immer aufpassen bei solchen weil dann einfach viele Dinge hochkommen. Ja. Und, ja. Ja. Das aber ist einfach mega gut und wir sind auch nur Menschen, wir streiten uns auch und wir haben auch unterschiedliche Meinungen, aber ich denke, wir committen uns immer auf einen Weg und dann gehen wir den und dann gucken wir, ob es klappt oder nicht. Und dann ändern wir die Vorgehensweise und ja, dann machen wir wieder weiter. Also das ist ganz, ganz wichtig und ich glaube, dass uns das den Mut haben, auszuprobieren, haben wir ja vorhin schon gesagt, ist eigentlich das, was drinsteckt in wir backen uns die Welt, so wie sie uns gefällt. Wir probieren aus. Wo können wir hingehen? Ich finde das, also das, was ich da mitkriege, das, was ich spüre, seit ich hier sein darf, ist ein ganz tolles Klima, also wie ihr das miteinander hinkriegt. Das ist schon irre. Du hast mir mal gesagt, dein Vater hat das Unternehmen ja so geführt, mit dem Ziel, es euch irgendwann übergeben zu können. Obwohl er, sagst du auch immer dazu, nie gesagt hat, ihr müsst das machen. Ihr habt euch selber dazu entschieden und er hat sozusagen euch die Wege so gebaut, dass ihr es übernehmen könnt, wenn ihr wollt. Und du hast gesagt, das ist eigentlich auch dein Wunsch, das Unternehmen so zu entwickeln, dass es in die nächste Generation kann. Man sagt allgemein, dass Familienunternehmen so ein bisschen mehr als vielleicht irgendwelche großen Konzerne ja, weitsichtiger handeln, weil sie eben die nächste Generation eben immer im Blick haben. Ich glaube, grundsätzlich ist es so, es ist enorm wichtig für uns als Braker Mühle halt Dinge zu tun, die Sinn machen. Das heißt, wir müssen schauen, dass das auch über die nächste Generation hinaus funktioniert. Und das ist dann einfach sehr, sehr wichtig für uns und daraufhin treffen wir dann unsere Entscheidungen. Und dann kommen halt Dinge auch einfach mal ins Leben und dann greifen wir zu. Also ich glaube, wir sind immer vorbereitet auf gewisse Gelegenheiten und dann versuchen wir das sinnvoll für uns alle. Und zwar, da meine ich nicht nur die Braker Mühle, sondern natürlich auch unsere Gäste. Die möchten ja auch, du möchtest ja heutzutage ein transparentes Produkt haben, wo du weißt, okay, was passiert da eigentlich? Also können wir das sehen? Sind wir offen genug, das alles zu zeigen? Und das machen wir immer mehr und dann wird auch immer viel mehr, kommt dann auf einmal raus, was wir sowieso schon seit Ewigkeiten machen. Ne? Ja. Und ja, wir haben zum Beispiel eine recht interessante Resteverwertung, sage ich jetzt mal. Also bei der Braker Mühle wird halt kein Lebensmittel weggeschmissen. Wir verarbeiten alles. Also das Worst-Case-Szenario ist, dass wir das zu Refood geben und Refood macht daraus dann Biogas. Das heißt, aus unseren Orangenschalen,
die quasi für den O-Saft gepresst werden, ja, wird dann am Ende des Tages Biogas. Und solche Wege versuchen wir zu gehen. Ansonsten arbeiten wir natürlich mit der Tafel zusammen. Wir machen sehr, sehr, ja, versuchen einfach sinnvolle Dinge zu machen. Und das ist immer die Devise und da gucken wir, was da so kommt. Die Mädels in Malawi einfach sehr, sehr schwer haben, zur Schule zu gehen. Und daraus ist dann entstanden, dass viele Bäckereien sich zusammengeschlossen haben, Annette unterstützt haben. Und dann haben wir im Grunde genommen ein Mädcheninternat in Malawi gebaut, damit die Mädchen dann dort halt eben zur Schule gehen können. Und das ist die Bella Vista Boarding School. Das ist korrekt, ja. Und ja, jetzt unterstützen wir das seitdem immer weiter, ne? Und das macht riesen Spaß, weil das ist auch ein Thema Nachhaltigkeit. Das macht Sinn für mich und fürs Unternehmen am Ende des Tages. Und ich vertraue Annette sehr. Weil das ist ja auch immer ein Thema, ne? Wo geht das Geld hin, kommt das dort wirklich an? Ja, und ich werd dieses Jahr wahrscheinlich hinfliegen nach Malawi, um mir das alles vor Ort auch mal anzuschauen, wenn das dann alles klappt, man weiß das ja immer nicht, aber ja, gerade jetzt durch die Wirtschaftskrise ist das auch ein bisschen schwieriger geworden, das Thema, und da müssen wir auf jeden Fall was machen. Wenn du dir die Welt backen darfst, wie sie dir gefällt, das, was wir hier machen, was ist für dich die wichtigste Zutat für diese Welt? Das ist eine sehr schwierige Frage, wie ich finde. Ich glaube, es gibt viele Dinge, die, wie gesagt, am Ende des Tages zusammenpassen müssen. Aber ich glaube, dass du ein gutes Selbstbewusstsein brauchst. Ja? Also wir stecken ja hier immer größere Rahmen für uns ab. Also für unsere Menschen, die hier arbeiten, für unsere Gäste. Und ich glaube, dass es enorm wichtig ist, dass du da mit dieser Situation selbstbewusst umgehst. Also wenn du an dir zweifelst, wenn du an den Dingen zweifelst, wenn du an anderen Menschen zweifelst. Dann machst du keine Mühlenkluft, von der alle sagen, du bist doch Bäcker, warum machst du Mühlenkluft? Exakt, ja, exakt. Ja. Und deswegen ist es so wichtig, einfach zu wissen, dass man sich selbst einfach bewusst ist. Also was mache ich gerade? Was sage ich gerade? Warum möchte ich das eigentlich nicht? Mhm. Es ist okay, Nein zu sagen, aber du musst halt gucken, warum sagst du Nein und so weiter. Das ist halt enorm wichtig, dass du für dich das tust, was für dich sinnvoll ist. Das soll der Rahmen Braker Mühle ja sein. Also wenn Anja würde jetzt nicht so viel beitragen können zum Ciabatta wahrscheinlich. Ja, ja, ich auch nicht. Genau. So, und das ist dann genau die Idee. Das heißt, jeder hat so seins. Jeder soll so seine Sache machen. Da versuchen wir, den Rahmen zu stecken und dann kann er wachsen. Und dafür braucht er aber Selbstbewusstsein, weil es sonst schwierig wird und sonst am Ende des Tages einfach irgendjemand Schuld daran hat, dass es nicht funktioniert. Ich finde das ein sehr, ich schiele so aufs Programm, nicht wegen der Uhrzeit. Wir haben tatsächlich gut gequatscht, aber das ist ein wunderbarer Ball, den ich nachher aufgreifen kann, weil um 15 Uhr sitze ich hier auch noch mit ein paar Kollegen von uns aus der Braker Mühle und da geht es genau darum auch, also genau um diese offenen Wege, diese offenen Türen, die jedem Einzelnen sozusagen ermöglichen, sein Ding zu finden, sein Ding zu suchen, sein Ding zu machen, hier an der Braker Mühle. Und also ich glaube, wir backen uns die Welt. Das kam ja auch so aus dem Ärmel irgendwie, ploppte das Thema auf. Und je mehr ich damit gearbeitet habe, ich festgestellt, wie nah das an uns dran ist. Ne? Also es ist genau dieses Selbstbewusstsein, von dem du gerade sprichst. Es ist genau diese Offenheit, einfach Dinge auszuprobieren, einfach mal sich so einen Spielraum zu nehmen und darin was anzufangen und zu gucken, wie kann ich das noch besser machen, wen kann ich da mitnehmen und was gewinnen wir alle dabei, wenn wir das gemeinsam tun. Das ist das, was wir heute machen und das ist natürlich, habe ich vorhin gesagt, der Spielraum, den wir auch mit diesem Fest hier für alle immer wieder jedes Jahr aufs Neue auf die Beine stellen. Das macht Riesenspaß. Tim, schön, dass du das begleitest, dass du immer dabei bist. Sowieso, du kommst da ja auch nicht raus, haben wir schon gehabt. Beim Abendbrot, beim Mittag. Der Mann ist im Mehlteig aufgewachsen quasi und hier nicht wegzukriegen. Schön, dass du da bist. Danke, dass ich mit dir sprechen konnte. Vielen lieben Dank. Vielen Dank. Dankeschön.